So, was soll ich euch sagen? Der Speicher war voll. Wo waren wir stehen geblieben? Ein paar Holziges mit Acrylanteil. Ich habe mir ja auch mal was Schokolade geholt. Meine Nerven. Energie. Ach Gott. Ach Gott. Oh, ach Gott. Nerven, das süße Knäppchen. Ich habe mir jetzt auch welche geholt. Eulen. Was ist das? Mein Handy? Aber Tatsache. Pech. Aber dann werde ich wahrscheinlich mit euch teilen. Also kann ich gar nicht verarbeiten. Oh, guck mal da. Haben sie schon Lebkuchen-Männchen. Das Herz hatte sie mir letztens schon reingetan. Sag mal. Geht ja auf keine Kuhhaut hier. Schneemann. Nee, gar nicht wahr, Weihnachtsmann. Was laber ich denn da? Guck mal, Handy bringt mich schon hier ans Kirre. Schneemann. Und die sind ja mal süß. Von beiden Seiten. Ist da ein Loch drin? Ja. Toll. Autsch, die gefallen mir ja irgendwie, ne? Die haben ja wieder was. Ja, da könnte man wieder nichts sehen, aber so. Haha. So, die packe ich direkt mal mit da in meine Perlen, mein Perlenteil. Und die anderen Hübschen, die wandern wieder zurück in dem. Die kommen dahin, wo sie hergekommen sind. In den Bügel zurück. Ups, der will nicht. Guck an, der will nicht. Der ist. Der hat andere Pläne. Jetzt habe ich mich mit gleich zwei kleinen. Ich liebe diese Dinge. Also bei Steffi frage ich jetzt gar nicht mehr. Und hier steht, da hat sich was verirrt. Ich liebe diese Dinger. Ich weiß ja nicht wieso. Ich habe jetzt ständig was in. Scheiße habe ich ja schon bekommen. Oh, Menno, das hast du aber auch gut zugeklebt. Ist dann wieder so ein kleines Mini. Da ist ein kleines Mini-Tütchen drin. Kein Wunder, dass ich das nicht aufkriege. Steffi. Das gibt Revanche. Ja. Ach ja, ich auch. Ich liebe die Dinger auch. Die sind so genial. Hätte ich jetzt fast weggeschmissen. Eine Ente, zwei Käsefüße. Nee, drei Käsefüße. Cool. Ich habe sie in Himmelblau, jetzt habe ich sie ja noch in Dunkel, Orange und Grün. Voll niedlich, ich liebe die Teile auch. Hast du völlig recht. Vor allem ist das echt immer ein Hingucker, wenn du sie mal irgendwo hinheften solltest, weil du dich davon trennen kannst oder so. Obwohl, ich hatte ja letztens auch welche in einem Tauschpäckchen abgegeben oder in einem Pocketletter rein. Aber das war es dann auch. Jetzt gebe ich keine mehr ab, weil ich einfach nicht mehr genug davon habe. Noch ein letztes Stück Schokolade in den Mund stopfen. Für da hat sich was verirrt. Tut sich an wie Lust. Sehr beweglich, was sich da verirrt hat. Sehr beweglich. Aha, aha. Ach Gott. Also. Sag mal, guck mal, hast du es gesehen? Die hat das Ding hier mit festgeklebt, glaube ich. Nur um mich zu piesacken. Die sind gut, das sind diese Verschlüsse für Ketten. Also nicht Verschlüsse. Da hängst du denn das Ding dran.
Das Teil, was du aufhängen willst oder so. Total cool. Ich habe die Gold und Kupfer. Entschuldigung wegen dem Schmatzen, aber ich muss das einfach haben. Und Gold und Kupfer, da kann ich die aber nicht gebrauchen. Ich brauche die in Silber. Silber. Nee, Daumen hoch oder so, ja, ne? Daumen hoch. Aua. Also Leute, hier guck mal. Das dauert noch ganz schön lange und länger, weil ich euch das ja jetzt alles noch zeige. Und das und das. Heftig, oder? Und die zeige ich euch zum Schluss. Oh. Also Frau muss ich wirklich. So. Jetzt habe ich nämlich Platz, um die ganzen Schätzchen auch mal hier hinzustellen. Hatte ich ja gerade gar nicht. Ich habe mich hier so zugebaut. Mit all den tollen Sachen. Also mein Mann und ich, wir waren unterwegs und haben wir zwar gefrühstückt in so einer Bäckerei, die wir da auftreiben konnten. Aber Frühstück ist auch schon was länger her, ne? Deswegen musste jetzt Schokolade sein. Ich glaube, die lege ich hier, sonst vergesse ich die gleich. Irgendwie. Passt das nicht so richtig in meinen Ernährungsplan der letzten Zeit, aber. Irgendwo muss die Energie ja herkommen. Meins? Ja, warum schickst du mir das da mit, Mensch? Na gut, wenn das deins ist, püh. Okay, hast du mir mitgeschickt, das Pech gehabt, das meine ich jetzt. Guck da. Seht ihr dieses Plastiknüppelchen? Sie nimmt das mit, knickt das um und klebt das fest, damit ich das ja nicht aufkriege. Raffiniert, oder? Naja. Mal sehen, was ihr es war. Ja, die, oh nee, so groß, echt. Oh cool, die waren bei dir. Oh, oh Gott, und so klein. Wow. Der hat Rosen in den Augen. Ein wunderschöner großer Totenkopf. Aber Gelnilla wirkt gar nicht gruselig. Der sieht eher aus so wie eine Tussi. Guck mal, das ist doch mal toll, oder? Drei verschiedene Größen, die Schädel. Super. Ich glaube, ich habe die Schädel nur in dieser Größe hier, wie der gelbe und die. Schöne Größe, echt. Und die Kleinen sind auch voller Knaller. Dankeschön, Stevi. War mal ein Tussi-Schädel, finde ich. Voller Mädchenschädel. Da lasse ich mir was besonders Gemeines mit einfallen. Jetzt kann er jetzt hier rüber. Hat er jetzt Platz. Ups, was steht denn da drauf? Standsteile. Also die irgendwie wühle ich jetzt nicht. Und ich drücke auch nicht. Guck mal, da hat sie schon wieder das Ding. Haha, aber ich kenne jetzt deine Taktik. Um mich in den Wahnsinn zu treiben.
Ach Gott. Ach ja, ist so niedlich. Ja, schöne Stanzteile. Die sind voll cool. Smileys. Habe ich noch nie gesehen so. Als. Was steht hier drauf? Warte. Ja. Heiraten. Oh, die sind auch gut. Da sind Schweinchen drin. Oh, cool, da sind Schweine drin. Kann man das Schwein so sehen? Ja, da war das gut zu sehen. Cool. Und dann die ganzen Glückskleeblättchen. Herrlich. Da habe ich ganz viele von letztens weggegeben und dann brauchte ich sie. Jetzt habe ich sie ja wieder. Oh, da ist der Hammer. Da. Ich bin so ein bisschen totenschädelverrückt. Coole Sache. Supi, supi. Und alles so schön ordentlich einsortiert, dass die liebe Ulla das einfach nur noch dahin tun muss, wo es hingehört. Hier haben wir Schrott 3 und 4. Ich hoffe, das heißt Schrott. 3 und 4, dann packe ich das mal weg. Oder hatten wir schon Schrott 1 und 2? Stopft mich rein, knot mich fest. Erwürgt dich nicht. Stopf mich rein. Knot mich fest. Erwürgt dich nicht. Also das, was da drin ist, soll ich reinstopfen? Wo soll ich das denn reinstopfen, damit ich das festknoten kann? Und warum kann ich mich damit erwürgen? Stopf mich rein. Knot mich fest. Erwürg dich nicht. Hä? Oh. Oh, ist das ein tolles Grün. Brutales Froschgrün, herrlich. Ja, die mag ich auch. Die Dinger habe ich in Schwarz. Habe ich sie auf dem Was ist das Schönes hier? Das muss ich mal rausholen. Das interessiert mich. Das ist bestimmt ein schönes Tüchlein. Danke. Dieses Froschgrün, das ist immer der heftig. Echt, das ist immer eine tolle Farbe. Sehen, was das ist. Oh, schaut mal. Oh, ist das nicht toll hier? Guck mal. Die Farben. Oh. Oh Gott, was mache ich denn damit? Oh, ich glaube, dann mache ich mir eine Kette oder so. Mann, ich mache mir doch gar keine Ketten. Ich stehe doch gar nicht auf Ketten. Auf ein Armband. Also irgendwas mache ich mir da draußen. Das ist ja wohl voll heftig. Das ist ja mal das schnuckeligste Bändchen, was mir untergekommen ist in der letzten Zeit. Daraus kann man bestimmt herrlich einen Armband oder sowas machen. Pass auf, ich mache das mal hier wieder rein. Stoff ist ja einfach wieder in so kleine Tüten reinzukriegen. Besser als das. Au, das andere. Entschuldigung, wenn ich ab und zu jammer, aber mein Rücken, der schreit schon Arschloch zu mir. Ja. Heute habe ich einen Tag der Kraftausdrücke, also bitte nicht stören. Wer sich so einen Scheiß nicht anhören will, kann ja ausmachen. Wird ja keiner gezwungen. Oder gefoltert, sich das anzugucken. Acryl 2. Okay, das darf ich auch machen. Ich glaube, Acryl 1 hatten wir schon. Das waren diese tollen Perlen. Oh. Irgendwie. Oh Gott, nee, ehrlich. Schon wieder so tolle Sachen. Diesmal kann ich die auch nicht auf das Tuch machen, oder? Warte, warte.
Naja. Einfach die Flecken, die draußen übersehen. Dann geht das schon. Ah, cool. Die habe ich in grün und himmelblau. Oh ja, ein Schädel. Ein Schnulli. Eine Eins. Die haben auch eine wunderschöne Farbe, finde ich. Oh, und da sind die kleinen Delfine. Also gesehen habe ich immer in irgendeinem Video. Ups, komm her. Und ein ganz kleiner Frosch. Nein, wie süß. Die sind sogar mehrfach da. Ein schlecht genannter Teddybär. Gott, ne, wie süß, echt. Komm, so Kleinzeug kann man noch nie genug haben, finde ich jetzt, ne? Vor allem ist da ja, wenn man so guckt, ne? Aber dieses Bonbon, das Bonbon da oben ist auch ganz toll. Ist ja für jede Gelegenheit was dabei. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen umräumen, weil ich räume die Scheiße mal beiseite. Im wahrsten Sinne, das hier, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich das jetzt in dieses Ding hier reinkippe, wo die anderen Erbrühsachen sind. Geht mal los. So, jetzt schmatze ich euch auch keinen mehr vor, das ist vorweg. Und also super Teile, ehrlich. Das schreit nach Sortierboxen. Ah ne, da ist ja Schrott 2 und 3. Altglas. Hast du am Strand gesammelt oder was? Hast du aus dem Urlaub mitgebracht? Warst du am Glascontainer und hast da was liegen sehen? Oh, Altglas. Ist klar, Altglas. Wow, so wunderschönes Altglas. Nee, sind das schöne. Oh, sind Murmeln. Die kannst du gar nicht richtig sehen, weil ich so eine batschelige, blöde. Dabei finde ich ja immer, bin ich hier total weiß. Ja, schön, ne? Wirklich schön. Das ist ein braunes Innenleben mit so silbernen Streifen. Oh, herrlich. Glaskugeln. Ich liebe Glasperlen. Glasperlen sind für mich immer so richtig schöne. Obwohl es gibt ja auch hübsche Acrylperlen mittlerweile. Aber die kann man nun mal nicht dafür benutzen, wofür ich die Sachen gerne benutze. Aufmachen. Ja, oh, da ist. Oh, die. Oh, schade, dass wir das nicht richtig sehen können. Das sind hammermäßige. Hammermäßige im Herzen. Am Augenblick.